Folge Nummer 60 von Avorion. Ja, wir sind hier tagelang im Dingens an der Rede gewesen, wie sagt man da im Norden. Jetzt gucken wir mal gerade hier nochmal rein ins Ausrüstungsstock, weil da wird es ja jetzt wieder neue Sachen geben, weil wir ja gespeichert hatten etc. Fangen wir hier vorne an. Energie nach Schildkonverter, 13 Minuten noch, Geschützkontrollsystem, das ist ein gutes sogar. 78.000, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich, zack, brauchen wir mal. Da gibt es noch eins. Da kaufen wir auch noch. Antriebsupgrade, T1 Tech Frachtraum Upgrade, brauchen wir jetzt nicht. Geschützkontrollsystem haben wir die besseren schon. Frachtraum, Geschützkontrollsystem, Generator, Quantum Hyperraum Upgrade. Würde ich jetzt noch mitnehmen, weil wir das dann in der Forschungsstation upgraden können vielleicht. Und die Handelssysteme mache ich auch, damit wir dann so ein richtig gutes mal kriegen. Ne? Puls kann ein Geschützturm. Na, da ist 14,6 Schaden. Der hört sich ja schon nicht schlecht an, ne? Der hat auch eine gute Reichweite. Ich glaube, den nehme ich mal mit. Dreifach Flak Geschützturm. Was war das? Schaden 3. Ja, die Laser haben keinen Schaden, ne? Okay. Feuerrate 15,6. Doppelpoint Defense MG. Schaden 0,6, das lohnt gar nicht, ne? Okay, das lassen wir mal so, wie es hier ist. Achso, wir wollten noch was ausbauen, ne? Das hatte ich letztes Mal noch gesagt, ne? Das. Was wollten wir denn ausbauen? Die drei sind hier dran, ne? 13. Achso, den wollen wir ausbauen, ne? Umwürfelte Geschütze 4. Geschütze 4 plus 2, ja. Entfernen. Da ist er. Jetzt bauen wir so einen da ein, oder? Jetzt machen wir aus dem eine Festinstallation und haben dann 6. 6. Passt. Ziviles Geschützkontrollsystem fügt Slots für unbefugte Geschütztürme hinzu. Ja, jetzt haben wir hier genug erstmal. Gut, das ist erstmal schön. Jetzt hatten wir gesagt, wollen wir weiterfliegen und wir fliegen jetzt einfach mal zum nächsten Depot. Und das war das nächste, ist jetzt hier, ne, oder? Ausrüstungsdock, naja. Koordinaten eingeben und die Richtung auswählen. Und der Computer hat's schon, aber wir sind ganz träge am Drehen irgendwie. Liegt wahrscheinlich daran, wo wir direkt an der Station dran geknallt sind. Passt. Jetzt haben wir unsere Dinge zu verschlechtert mit denen, ne? Naja, ist ja nicht so schlimm, war ja nicht so viel, ne? So. Da ist auch schon das Ausrüstungsdock. Gucken wir gleich mal rein. Ohne dass wir hinfliegen. Bergbausystem. Quantum Hyperraum, verbessertes Handelssystem. Ich glaube, wir werden da mal gerade hinfliegen. Macht vielleicht doch Sinn. So, und umdrehen. Vielleicht sollte ich nächstes Mal anders umdrehen, ne? Ich glaube, war jetzt nicht so... Easy going. So, Ausrüstung handeln. Das ist an. Brauchen wir noch ein Bergbausystem? Dieses hier ist viel schöner, ne? Das ist ja richtig gut, ne? Komm, das nehmen wir mit. Gibt sogar zwei. Batterie, Generator, Antriebsupgrade, Quantum Hyperraum. Den will ich auch haben. Verbessertes Handelssystem will ich auch haben. Gibt sogar zwei. Transporter zur Geschützung. Das war's erst. Türme, dreifach Schenkern, Geschützturm. Der hat auch gut Schaden. Nehme ich mal mit. Und den auf jeden Fall auch.
Plattgeschütz drum geht leider nicht. Doppelner nicht. Abracker, nee. Dann sind wir hier durch. Die mal ein Stück weg. So, dann sind wir da gewesen. Und jetzt hat man hier unten noch welche. Nee, da. Sprung ist berechnet. Wir fliegen hin. Gucken uns da das Ausrüstungsdepot an. Oder was, ein Dock? Ich weiß nicht, Ausrüstungsdock. Schauen wir, was wir da noch einkaufen können. Und dann müssen wir eine Forschungsstation aufrufen, ne? Hier ist nix. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da rechts. Gucken wir erstmal rein. Vielleicht lohnt es sich ja nicht hinzufliegen, ne? Doppelschenkern in Titan und in, ja, Schaden 14,8 ist auch nicht schlecht, ne? Ey, der ist ja noch viel besser, ne? Aber den darf ich nicht kaufen. Schade. Dann mit Bergbaugeschützturm. Däumel, dann mit Abwracker, Titanbergbau. Hier ist schon mal nix. Der ist natürlich nicht schlecht, ne? Im ganzen Sektor spürt er auf. Ich glaube, wir fliegen da mal schnell hin. Den will ich haben. Der war ja nicht schlecht, oder? So. Und jetzt umdrehen. Und abgebremst. Sehr gut. So muss es sein, ne? Dann kann man auch andocken. Kann ich ja gar nicht kaufen. Schade, wa? Hm. Oder wollte ich das gar nicht haben? Und ich war hier. Ach, hier war ich. Den wollte ich haben. So, Generator abgeschaltet. Der Rest. Quantum-Überraum, das wollen wir für die Forschungsstation mitnehmen. Das Standardhandelssystem nehmen wir auch mit. Dann haben wir das. Lass mal gerade gucken. Den schmeiße ich raus. Und den schmeiße ich rein. Festenstation bringt keine Änderung, oder? Ne, ich glaube nicht. Bergbausystem. Gut. Hier sind wir durch. Jetzt geht's hier hin. Wo ist er da unten? Und dann springen wir dahin. So, wo ist was? Da. Gucken wir kurz vorher rein wieder. Point Defense MG. Tesla Geschützturm, Titan Air Bergbau Geschützturm. Ja, reicht schon, um dahin zu fliegen. Zum in Forschungsstation besser werden, ne? Hoffe ich. Nee, so rum, shit. So, Ausrüstungsdock. So, Doppel-Tesla-Geschützturm. Nee. So, Titan-Air-Bergbau. Beide. Titan-Bergbau. Nee, das ist kein Air. Der Rest ist nix. Das nehmen wir mal beides mit.
Fortgeschrittenes Handelssystem. Nehme ich auch mit. Das Upgrade nehme ich auch mit. Immer nochmal ein Standards-Handelssystem. Bergbausystem. So. Dann sind wir hier auch durch. Das bedeutet, die Reise geht jetzt zum nächsten. Und zwar hierhin. Da rechts ist er, okay. Und los geht's. Gucken wir noch im letzten Ausrüstungsdock vorbei. Und ich sehe es gerade nicht. Ach, direkt vor mir, ne? So ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht anecken. Ja, hat geklappt. Hat gut geklappt, ne? Na super, das klappt auch gut. Wieso dockt er nicht an? Jetzt geht's. So. Ein Bergbausystem, ja, nehmen wir mit. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Geschützkontrollsystem, vielleicht können wir dann auch was ordentlich aufwerten. Quantum-Hyperraum. Standard-Handelssystem nehmen wir auch noch mit. Das war's da. Und hier, Doppel-Tesla-Geschützturm, darf ich sogar kaufen. Abwracker. Der leider nicht. Eisen-Air-Bergbau. Ja, Eisen, das war jetzt wieder gerade mein Problem. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Titan, der geht. So, das haben wir. Erledigt hier. Karte. Und jetzt Forschung. Und ist gleich hier nebenan. Forschungsstation. Ja. Obwohl kann man mit dem Tor hinfliegen, ne? Aber ist egal. Nicht die Station. Ich brauche jetzt der Sprung. Ergebnis da. Und dann springen wir da noch hin. Und dann gucken wir auf der Forschungsstation uns ein bisschen um, ne? Da ist ein Frachter. Plastikhersteller. Wo ist denn dieses Symbol für die Forschungsstation? Ich sehe es nicht. Das ist ein Dingens. Da ist es. Da gibt es noch einen Ausrüstungsdock. Gucken wir nochmal gerade erst rein, bevor wir dahin fliegen. Schengen, ach, die 20 Minuten sind schon rum. Titan-Bergbau-Geschützturm. Eisenbergbau, aber Eisen wollen wir ja nicht. Titan-Erdbau. Hier, der ist schon was Besseres. Okay. Ja, komm, da fliegen wir erst noch dahin. Gucken wir uns das gerade noch an. Da können wir auch noch was mitnehmen, ne? Okay, Ausrüstung nochmal gucken.
Kein R. Eisen R ist doof. Eigentlich müssen wir schon eine bessere Qualität haben, Nanonit, ne? Aber vielleicht kriegen wir ja Nanonit daraus, weiß ich nicht. Kaufen wir erstmal. So, hier Internetverteilungssystem, nee. Quantum Hyperraum. Den wollen wir verbessern. Den wollen wir auch verbessern. Quantum Hyperraum haben wir dann noch ein. Und das Standardhandelssystem pushen wir auch hoch. So, das war's erst. Jetzt würde ich sagen, verbleiben wir aber erstmal so, dass wir hier die Folge beenden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Dann werden wir gucken, dass wir nächstes Mal die Forschungsstation anmelden. Gucken noch einmal dann da rein, wann abgespeichert ist, was das Ausrüstungsdock uns noch mitbringt. Und dann gehen wir zur Forschungsstation und wandeln alles um. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.